Herzlich willkommen zum Podcast About the Mind. Heute haben wir zu Gast Christopher Laik. Chris arbeitet in der Forschung zu Achtsamkeit und Schmerztoleranz. Darüber haben wir uns mit ihm unterhalten, auch über die Rolle von Achtsamkeit bei chronischen Schmerzen, generell Wirkmechanismen von verschiedenen Meditationsformen und wir sprechen über tolle Tipps, wie man am besten mit der Meditation anfängt. Also ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen. Hi Chris, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir würden heute gerne mit dir über eine Studie sprechen, die du im Rahmen deiner Masterthesis durchgeführt hast. Aber bevor wir das machen, einführend ein paar Worte zu dir. Vielleicht könntest du erzählen, wie du zum Thema Meditation selbst überhaupt gekommen bist, weil ich weiß, dass du eben auch privat, also nicht nur auf theoretischer Ebene in der Studie, sondern auch privat dich mit dem Thema Meditation beschäftigst. Ja. Vielleicht könntest du dazu ein bisschen was erzählen. Ja, sehr gerne. Also auch erstmal vielen Dank, dass ich hier sein bin. Ich freue mich. Ich glaube, wir werden einen interessanten Austausch haben. So. Zu mir privat, es ist tatsächlich eine lange Geschichte. Also es ist, ich glaube, ich habe relativ früh, als ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, jetzt bin ich fast fertig mit meinem Master, es geht ja um meine Masterarbeitsstudie, angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und ursprünglich ging das über das Yoga, weil ich angefangen habe, Yoga zu praktizieren und ich glaube, es geht vielen so, dass es so ein Weg ist, auch so Richtung Meditation da zu kommen. Weil das ja auch ein Stück weit ein Bestandteil ist vom Yoga, also dieses Achtsame. Und mir hat es damals geholfen, da ging es beim Yoga mehr so in den Körper hineinspüren. Ich habe das auch anfänglich gar nicht in einem Kurs gemacht oder sowas, sondern ich habe das zu Hause per YouTube gemacht. Und so über diese Körperebene kam ich da irgendwie ganz gut rein. Und dann irgendwann hatte ich halt Lust auf mehr, sage ich mal. Ich habe dann auch so einen typischen Achtsamkeitskurs gemacht. Das konnte man bei uns an der Uni sehr günstig machen. MBSR-Kurs nennt sich das, Mindfulness-Based Stress Reduction. Es gab dann auch so eine Gruppe von Freunden im Grunde, die auch an diesem Kurs teilgenommen hatten. Und wir haben uns dann angefangen, regelmäßig zum Meditieren zu treffen an der Uni. Da gab es auch Möglichkeiten dafür. Das war echt cool. Das hat auch geholfen, dass es irgendwie interessant blieb und ich habe dann vor etwa einem Jahr habe ich dann gesagt, okay, ich investiere jetzt ein bisschen was und habe mir da eine App, wo man auch was für zahlen muss, geholt, mit der ich im Grunde jetzt meditiere, ja. Interessant. Und als du nach diesem MBSR-Kurs mit den Freunden dich regelmäßig getroffen hast, war das selbst dann auch ein Kurs von der Uni oder habt ihr euch einfach privat getroffen? Wir haben das privat gemacht. Also es hat dann entweder einer von uns hat es angeleitet oder wir haben es einfach per Aufnahme gemacht. Genau. Okay. War, ja. Zwei Fragen. Das eine ist, du hast ja erzählt, dass du so ein bisschen mit Yoga probiert hast über YouTube und so weiter. Du hast aber auch irgendwann die Ausbildung zum Yogalehrer gemacht, richtig? Stimmt, das habe ich jetzt gar nicht erzählt. Das ging jetzt runter. ja, genau. Ich habe dann, also es war nicht nur die Meditation, sondern eben auch das Yoga, wo ich einfach gemerkt habe, ich habe da Spaß dran. Ich habe dann mitbekommen, dass andere Kommilitonen von mir das auch gemacht haben. Einer der Vorläufer war es ja auch du, Philipp, wenn ich das richtig im Kopf habe, und Tonka ja auch. Von daher hat das irgendwie Sinn gemacht und es gab dann das Angebot und ich fand sowieso, mir war das Studium teilweise ein bisschen zu sehr theoretisch, vor allem so ein bisschen körperlicher Ausgleich ist ja auch was Schönes. Dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich eben noch diesen diesen Yogalehrerschein noch, ja. Und in den Yogastunden, die du unterrichtest oder unterrichtet hast, ich weiß nicht, wie viel du gerade unterrichten kannst. Ich unterrichte aktuell tatsächlich immer noch, aber nur eine Stunde die Woche, ja. Machst du das mittlerweile auch offline oder ist das alles noch online? Ich hatte jetzt neulich mit Freunden
haben wir das tatsächlich online mal gemacht. Aber ich mache das eigentlich, mein Kurs ist noch offline. Ja, also Ah ist ja, noch okay, im spannend. Ort. Ja. Das ist dann ohne Adjustments, richtig? Genau, das darf man nicht. Man muss dann selber auf seiner Matte bleiben. Ist aber auch nicht schlecht, wenn man dann automatisch schon seinen Workout mit dabei hat. Und diese Yogastunden, die du unterrichtest, haben die dann auch klassische Meditationsanteile, also im Sinne von Sitzmeditation, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ich versuche mich auch immer ein bisschen anzupassen an die Gruppe, die jetzt da gerade mitmacht. Grundsätzlich ja, ich mache das ganz gerne am Anfang ein bisschen, dass ich den Leuten ein bisschen Zeit gebe, um anzukommen, wie ich das nenne. Also, dass die erstmal schauen, wie sitze ich hier gerade, wie fühlt sich das gerade an, was geht mir gerade durch den Kopf, was lenkt mich gerade eigentlich ab. Und wie kann ich in meinen Körper hineinspüren oder im Körper sein, damit ich wirklich hier bei meiner Aktivität gerade bin und nicht mehr irgendwie, was weiß ich, bei der Arbeit, was mich gerade so beschäftigt oder so, ne? Es gibt ja dann auch immer noch dieses Shavasana am Ende, also diese Entspannung am Ende der Yogastunde. Da mache ich das eher weniger, weil für mich hat das eher was von. Die Leute liegen jetzt wirklich für 2, 3 oder 5 Minuten da und sind einfach in der Stille, lassen ganz los. Manche schlafen ein, wie das manchmal so ist. Aber genau, da gebe ich weniger was. Aber am Anfang, mir ist es wichtig, dass die Leute die Yogastunde wirklich als eine Auszeit erleben. Das heißt, ich versuche, die so ein bisschen aus ihrem Alltag rauszuholen am Anfang. Ja. Jetzt war ja ursprünglich, also traditionell, Yoga und Meditation eigentlich eine Sache. Wenn man sich das jetzt aber in modernen Städten und Yoga-Studios so anschaut, dann scheinen das zwei verschiedene Dinge zu sein. Also Yoga als irgendwie Lifestyle, Stretching und mehr so eine sportliche Geschichte und Meditation eine andere Geschichte, die in manchen Yoga-Studios schon noch vereint ist, aber in manchen relativ ausgeklammert wird. Wie siehst du das? Also so, jetzt bist du ja irgendwie auf eine Art in beiden Welten, wenn man sagt, das wären zwei, unterwegs. Genau, welche Rolle findest du, hat Meditation heutzutage noch im Yoga und welche Rolle sollte es deiner Meinung haben oder wie nimmst du das wahr? Also zunächst mal, ich bin da aber auch, das ist jetzt meine Meinung so, ne? Ich bin ein großer Fan davon, dass Yoga was ist, was unglaublich flexibel ist. Also es gibt ja nicht so das eine Yoga mehr heutzutage, sondern es gibt zehn, was weiß ich, wie viele verschiedene Schulen. Und manche Leute finden das schwierig, weil sie sagen, wir haben so diesen ursprünglichen Zugang verloren. Ich persönlich finde das nicht schwierig. Ich finde das was Gutes, weil ich schön finde, dass es für jeden was dabei ist, sozusagen, dadurch, dass es sehr flexibel ist. Von daher habe ich jetzt auch persönlich nicht so das Problem damit, wenn jetzt jemand irgendwie, also. Kurz, ich habe meine Ausbildung auch beim Inside Yoga gemacht. Das sind jetzt nicht so die Traditionalisten, die da unterwegs sind. Ich persönlich finde das aber auch nicht verkehrt, weil ich finde, da kann ruhig für jeden was dabei sein. Und wenn Leute einfach Bock haben auf krassen Workout und so Power-Yoga-mäßig unterwegs sind, finde ich wunderbar. Ich glaube sogar, dass das auch das Potenzial hat, dass Leute über diese Ebene auch irgendwann nochmal dazu kommen zu schauen, okay, aber vielleicht suche ich eigentlich noch mehr oder ich merke auch, ich kann da so gut runterfahren dabei. Was ist das eigentlich, was ich dabei erlebe? Und wie kann ich das noch besser in meinen Alltag integrieren? Ja, ich glaube, dass über das Yoga, ein Stück weit war es ja auch bei mir so, viele Leute zur Meditation kommen. Ich persönlich finde, dass man das wunderbar gut kombinieren kann. Deswegen mache ich das auch in meinen Stunden. Mir ist es wichtig, dass die Leute bei ihrem Workout eben wirklich ganz dabei sind, das erleben, weil das, glaube ich, auch das Ganze nochmal schöner und macht und auch dafür sorgt, dass man noch mehr so rauskommt aus dem Stress oder so. Genau. Ich persönlich habe aber jetzt nicht so das Problem damit, wenn das jetzt irgendwie so entkoppelt wird. Ich glaube, es ist einfach schön, wenn für jeden was dabei ist. So, aber ich glaube, es passt sehr gut zusammen. Und ich glaube, es ist ein großes Potenzial da, diese beiden Ansätze zu kombinieren.
Ja. Ja. Ähnlich ist ja, glaube ich, auch das mit dem wissenschaftlich fundierten in der Meditation. Du hast vorhin das MBSR angesprochen. Das ist ja auch ein Programm, das Ursprünge in der Tradition hat, aber trotzdem praktisch das ganze Thema Achtsamkeit eröffnen oder ermöglichen oder den Zugang ermöglichen möchte für Menschen, die jetzt vielleicht mit solchen traditionellen Dingen eben gar nichts anfangen können, aber trotzdem davon profitieren würden. Und da bin ich ganz bei dir, dass man eben da Wege finden kann, dass Menschen eben sich das rauspicken können, was ihnen jetzt in dem Moment gerade gut tut. Und später, wenn man das Gefühl hat, ja, ich würde gern mir die anderen Aspekte auch nochmal anschauen, dass man sich das dann auch nochmal anschauen kann und da vielleicht sich auch noch so öffnen kann für weitere Facetten im Bereich Yoga oder Meditation. Ja. Was uns auch schon zu der Studie führt. Also MBSR ist ja praktisch eben, wie du vorhin schon gesagt hast, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, also ein Achtsamkeitsprogramm, ein achtwöchiges Achtsamkeitsprogramm, das sehr gut untersucht ist, zu dem es sehr, sehr viele Studien gibt. Und ihr habt jetzt im Rahmen deiner Masterarbeit eine Studie durchgeführt, bei der es auch um Achtsamkeit und Meditation ging, und zwar in Beziehung zu Schmerz. Vielleicht könntest du dazu ein bisschen was erzählen. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, also genau, also man will ja im Grunde, ich sag mal, wenn ich jetzt ein Studium mache zur Achtsamkeit, dann will ich ja allgemein gucken, dass mir das für irgendwas bringt. Also das will ich ja untersuchen. Und bei uns ging es eben um das Thema Schmerz, zu schauen, hilft eine Achtsamkeitsintervention, also wenn Leute Achtsamkeit trainieren zum Beispiel, hilft das, dass sie mehr Schmerzen aushalten können. So. Und dazu gibt es tatsächlich Befunde schon in der Psychologie, die darauf hindeuten, dass es eben so ist, dass Achtsamkeit hilft bei Schmerzen. Wie untersucht man das? Und zwar das klassische Versuchsparadigma in der Psychologie bei Schmerzen ist der Cold Pressor Task. Da geht es darum, dass man seine Hand in Eiswasser halten muss. Das klingt erstmal nicht so angenehm und ich kann euch sagen, es ist auch nicht angenehm, aber das ist ja der Sinn der Sache. Also man muss seine Hand, solange sie es geht, in Eiswasser halten. Also mit Eiswasser meine ich so Wasser, das hat so eine Wassertemperatur von 2 bis 3 Grad etwa. Also schon ordentlich kalt. Und man ist in der Hand relativ sensibel für so Temperatursachen. Kennt man ja vielleicht irgendwie, wenn man Schneebälle formt ohne Handschuhe oder sowas, das wird schon ziemlich schnell sehr schmerzhaft. Und das ist tatsächlich, was wir halt verwendet haben, was eben auch allgemein in der Forschung verwendet wird. Man lässt die Leute ihre Hand in Eiswasser halten und dann stoppt man die Zeit, wie lange die das aushalten. Das nennt sich dann als Outcome Schmerztoleranz, also die Zeit, die man es schafft, die Hand in das Eiswasser zu halten, bevor man sagt, okay, jetzt geht's nicht mehr, jetzt muss ich sie rausnehmen. Dieser Cold Pressor Task hat den Vorteil, dass der relativ nebenwirkungsarm ist. Also das tut zwar weh und macht keinen Spaß und so, aber das hat jetzt keine langfristigen Schäden oder sowas, die da bei auftreten. Deswegen wird der halt ganz gerne verwendet. Genau. Wenn man das untersucht, will man das natürlich so machen, dass man den zweimal machen lässt. Ganz einfach, man lässt den einmal am Anfang machen, der Studie. Dann macht man die Intervention. Also bei uns war das jetzt dieses Achtsamkeitstraining oder eine Achtsamkeitsmeditation. Und danach macht man nochmal ein CPT, das ist die Abkürzung für Cold Pressor Task. Macht man nochmal ein, um eben zu gucken, gibt es jetzt Veränderungen? So, hat diese Intervention, hat es was gebracht? Genau. Und das war eben unser grundsätzlicher Aufbau, das zu untersuchen.
So, jetzt. Wie lange war das, ganz kurz, sorry, dass man sich das vorstellen kann? Also wir haben praktisch einen Probanden, der seine Hand in kaltes Wasser hält. Dann wird gemessen, wie hoch die Schmerztoleranz ist, also wie lange kann er das aushalten. Dann kriegt er ein Achtsamkeitstraining. Passiert das dann unmittelbar danach und dann macht er das wieder rein die Hand oder läuft das über mehrere Tage oder Wochen oder wie kann man sich das vorstellen? Ah ja, das ist eine gute Frage. Also bei der Schmerztoleranz selber, das sind wirklich nur ein paar Minuten. Also es ist so, wir machen das ja zweimal, wie gesagt, zweimal diesen Cold Presser Task. Und beim ersten Mal ist es so, dass man nach 5 Minuten abbricht. Das heißt, maximale Zeit ist 5 Minuten. Warum bricht man nach 5 Minuten ab? Das hat den ganz einfachen Grund. Man will jetzt nicht, dass Leute, die da irgendwie kein Schmerzempfinden haben in ihrer Hand, warum auch immer, dass die sich dadurch tatsächlich schaden. So, deswegen sagt man, Maximalzeit sind 5 Minuten, danach hören wir auf. Die meisten schaffen das beim ersten Mal so 40 Sekunden etwa. Das ist so das, was die meisten schaffen. Gibt aber auch da, wie gesagt, manche Leute schaffen 5 Minuten, manche Leute schaffen nicht mal 10 Sekunden, hatten wir auch. So, also das geht so, ist auch sehr verschieden, je nach Person. Okay, und dann halten Sie das rein und dann gibt es das Achtsamkeitsprogramm. Läuft das dann praktisch, also ist es dann praktisch eine angeleitete Meditation oder ist es ein Programm so wie MBSR, dass es dann 8 Wochen dauert und dann testet man nochmal? Nee, also unser Programm ist tatsächlich, oder was wir machen, ist tatsächlich eine ganz kurze Intervention, eine ganz kurze Meditation, die eben kurz durchgeführt wird. Etwa, bei uns waren das etwa 15 Minuten, die das gedauert hat. Genau, also dieses MBSR-Programm, wie du sagst, es sind Nochmal, ja ich habe 8 Wochen, gerade das in denen Internet man war gerade. täglich, ich glaube, 40 Minuten meditiert, das ist ja ein ganz anderer Umfang, weil das eben relativ, ja, genau. Also, dieses MBSR, das sind ja 8 Wochen, die einfach, wo man jeden Tag, ich glaube, 40 Minuten täglich meditiert. Das ist natürlich eine sehr lange und intensive, Intervention, das konnten wir nicht leisten in so einer Studie, ne? Aber das ist ja das Spannende, dass es eben Befunde gibt, dass schon alleine 15 Minuten Meditation zwischen diesen beiden Schmerztasks, schon Effekte zeigen. Und wir haben tatsächlich die Leute 15 Minuten meditieren lassen, und konnten, genau, weil eben das der Befund war, dass man da schon Effekte zeigt. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen, wie ich die Sache sehe, es geht darum, nicht so sehr gegen den Schmerz anzukämpfen. Ne? Und das ist zum einen natürlich was, was man lange üben muss und lernen muss, weil das ist eine ganz natürliche Reaktion, dass ich sage, meine Hand ist da jetzt in dem Eiswasser und ich fange jetzt an, darüber nachzugrübeln und mich darüber zu ärgern und sag mir, ach, wie blöd und ist das wirklich ungefährlich? Und ich mache mir so einen riesen Kopf darüber, was da alles passieren kann. Aber im Grunde würde ich mir einfacher machen, wenn ich einfach akzeptiere, wie es gerade ist und nicht versuche, das zu verändern. Ja? Und ich glaube, das ist so die Kernidee, wo wir wollen, das sollen die Probanden checken, damit wir Effekte finden können. So. Deswegen klappen, glaube ich, auch so kurze Interventionen schon, weil man schon in relativ kurzer Zeit das verstehen kann. Ich soll aufhören, dagegen anzukämpfen. Ich soll aufhören, innerlich mich dagegen zu wehren oder innerlich mir einen Kopf darüber zu machen, sondern das einfach akzeptieren, wie es gerade ist. Das ist, glaube ich, die Und Kernidee. gab es dann in der Experimentalgruppe, also die dann die Meditation gehört haben, gab es dann da eine
eine Einführung, eine Erklärung mit dieser Geisteshaltung oder war das dann einfach eine Achtsamkeitsmeditation, die Sie angehört haben, ohne den Bezug auf dieses, auf diese Übung, dieses mit dem Eiswasser? Genau. Ich sag kurz noch was, weil du jetzt gerade die Experimentalgruppe erwähnt hast. Nur zum Verständnis, wir hatten drei Gruppen, die wir miteinander verglichen haben. Wir hatten einmal eine Kontrollgruppe, die haben im Grunde nicht meditiert, die haben sich einfach nur einen Text anhören müssen, der, glaube ich, sogar ziemlich langweilig war. Aber das war halt die Kontrollbedingung. Dann gab es die Leute, die Achtsamkeitsmeditation gemacht haben. Und dann gab es in der dritten Gruppe noch, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, das waren Leute, die haben eine sogenannte Loving-Kindness-Meditation gemacht. So, jetzt zu deiner Frage. Es gab tatsächlich keine Einführung, sondern die Probanden haben einfach diese Meditation gemacht, wobei eben diese grundlegende Geisteshaltung darin vermittelt wurde, zu sagen, ich sitze jetzt hier und ich versuche jetzt nicht meine Erfahrung, wie ich jetzt gerade hier sitze oder wie ich, was ich gerade erlebe oder was mir durch den Kopf geht, versuche nicht das zu verändern, sondern ich versuche einfach meine Erfahrung im gegenwärtigen Moment wahrzunehmen. So, ne? Und dann wurde die Aufmerksamkeit immer wieder auf den Körper gelenkt. Also Bodyscan nennt sich das, dass man so langsam mit der Aufmerksamkeit durch den Körper durchgeht. Das haben wir gemacht. Ja. Aber wir hatten tatsächlich keine Einführung in diese Grundhaltung, von der du sprichst. Und ich glaube auch, dass das ein Problem ist, auch mit unserer Studie gewesen ist. Ja. Genau, ich habe das in der Präsentation, die du uns im Vorfeld geschickt hast, auch schon gesehen, also in der Diskussion dann am Ende, dass ihr eben auch, oder dass du zum Beispiel diesen Punkt auch aufgegriffen hast, dass du davon ausgehst, dass es hilfreich wäre für eine Intervention, die eben so kurz ist, dass es da eben hilfreich wäre, diesen Verständnisteil noch mit reinzunehmen, dass man also nicht einfach in Anführungsstrichen nur eine Meditation macht, sondern eben auch noch den Sinn dahinter noch mit vermittelt, damit man das dann auch übertragen kann auf diese Situation mit dem Eiswasser. Ja. Was ich ganz spannend finde, ist, du meintest, dass ihr noch in der dritten Gruppe eine Metta, also eine liebende Güte-Meditation mit reingenommen habt. Jetzt gibt es da natürlich ganz viele verschiedene Arten der Meditation, wie man dieses Loving-Kindness praktizieren kann. Ganz klassisch gibt es die Möglichkeit, dass das jemand anderem gewidmet ist oder sich selbst gewidmet ist. Bei der Gruppe für andere gibt es dann nochmal Menschen, bei denen es einem leicht fällt, neutrale Personen und schwierige Personen. Ja. Wie kann ich mir die vorstellen, die ihr durchgeführt habt? Ja, genau. Also vielleicht kurz zu dem Aufbau von so einer Metta oder Loving Kindness oder liebende Güte Meditation. Die Grundidee ist die, dass ich jetzt, je nachdem, welche Gruppe ich anspreche, dass ich gute Wünsche dieser Gruppe zuspreche. Also jetzt in Bezug auf mich selber sage ich quasi, mögest du glücklich sein, mögest du gelassen sein, mögest du zufrieden sein, mögest du mit Leichtigkeit leben. Das sind diese Wünsche, die man formuliert, und die werden fast so wie so Mantren wiederholt. Wobei es eben wichtig ist, das bewusst zu machen und zu versuchen, so eine Geisteshaltung einzunehmen. Ich wünsche mir selber was Gutes. So, ne? Jetzt in Bezug auf deine Frage. Bei uns war das so, dass wir angefangen haben mit Metta für uns selber, also für einen selber. Und dann sind wir weitergegangen mit Metta für andere Menschen. Quasi noch. Wobei wir jetzt nicht speziell irgendwie schwierige Menschen oder sowas herausgegriffen haben. Ich glaube, so, also zumindest klassischerweise macht man das dann im fortgeschrittenen, wenn man fortgeschrittener ist. Ja. Genau, also jetzt nicht in 15 Minuten. Ja, genau.
Ja. Okay, aber in diesen 15 Minuten habt ihr praktisch eine Metta, also eine Loving-Kindness-Meditation für einen selbst und dann für jemand anderen gemacht. Genau. Also zumindest habe ich es jetzt so im Kopf. Das ist schon eine Weile her, dass ich mir das angehört habe. Aber so habe ich es jetzt im Kopf. Und ich glaube auch, dass das ein Stück weit Sinn macht, weil manchen Leuten fällt es leichter, Mitgefühl und positive Gefühle für andere erstmal zu entwickeln und anderen fällt es auch mal leichter, dabei sich selber zu bleiben. So, glaube ich. Ja. Ja. Okay, jetzt kennen wir den Versuchsaufbau. Also einmal messen wir die Baseline, also wir schauen, wie lange hält es die Person ohne Meditation aus in diesem Eiswasser. Dann kriegt die Person entweder eine Geschichte, eine Achtsamkeitsmeditation, also einen Bodyscan. Wir beobachten, was wir im Körper spüren, ohne es zu beeinflussen oder zu bewerten. Und die dritte Gruppe hat diese Metta-Meditation, Loving-Kindness, positive Wünsche für sich und für andere. Und dann wird nochmal die Hand in Ja. Eiswasser gehalten und dann wird verglichen, wie lange hält man es danach aus, nach dieser Intervention. Was kam dabei raus? Genau, also unsere Effekte, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, waren jetzt nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Wir hatten erhofft, dass die Achtsamkeits-, also diese Bodyscan-Meditation und diese Metta-Meditation, dass die Leute sich mehr steigern zwischen diesen beiden Messzeitpunkten als die in der Kontrollgruppe. Und das konnten wir leider nicht zeigen. Also wir konnten da keine Unterschiede zeigen zwischen den Gruppen. Hat uns auch tatsächlich überrascht, weil das ist tatsächlich ein ganz guter Befund, wo es schon auch die eine oder andere Studie dazu gibt, dass es eben diesen Effekt gibt. Ich habe mir auch im Vorfeld eine Meta-Analyse angeschaut. Das ist eine Meta-Analyse ist, wenn man mehrere Studien zusammennimmt und die gemeinsam miteinander verrechnet, mehrere Studien, die das Gleiche untersuchen und dadurch dann nochmal eine stärkere Aussage machen kann, wenn man die miteinander verrechnet. Und es gibt eine Meta-Analyse von solchen Studien zu Achtsamkeit und Schmerz. Und die konnten das eben auch in der Meta-Analyse nochmal bestätigen, diesen Effekt. Genau, wir konnten das nicht zeigen. Und uns hat natürlich so ein bisschen die Frage dann rumgetrieben, warum ist das eigentlich so? Warum konnten wir jetzt keinen solchen Effekt zeigen? Genau. Ihr hattet ja schon eine Vermutung, oder du hattest vorhin eine Vermutung, die ihr habt schon genannt, dass ihr denkt, dass diese Erklärung vielleicht gefehlt hat bei euch. Genau. Gibt's noch andere Ideen? Genau. Es gibt auch noch andere Hypothesen, woran es gelegen haben könnte, dass wir keine Effekte gefunden haben. Wie gesagt, zum einen das mit der Erklärung, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil die Leute nicht so gut das vielleicht anwenden konnten. Es gibt auch eine Beispielstudie, wo die genau das Problem auch hatten. Die haben im Grunde zwei Studien durchgeführt. In der ersten Studie hatten sie keinen Effekt. Und dann in der zweiten Studie haben sie die Intervention nochmal spezifischer auf diesen Schmerztask, auf diesen Cold Pressor Task zugeschnitten. Und dort konnten sie dann einen Effekt zeigen. Und das wäre vielleicht, also für uns wäre das auch besser gewesen, das eben genau darauf zuzuschneiden. Eine andere Vermutung, die ich noch habe, wäre zu sagen, naja, also was wir festgestellt haben, ist, dass es unterschiedliche Ausschlussraten gibt zwischen den Studien. Also es gibt Studien, die viele Probanden ausschließen und Studien, die weniger Probanden ausschließen. Woran liegen diese Ausschlussraten? Ein großer Grund dafür, dass Probanden ausgeschlossen werden, liegt daran, dass eben manche Probanden es schaffen, bei dem ersten CPT, beim ersten Cold Pressor Task, ihre Hand 5 Minuten in das Wasser zu halten. Und ich habe ja schon gesagt, dann wird
wird quasi der CPT beendet. Aber nicht nur beendet, sondern dann die Probanden werden dann auch ausgeschlossen aus der Studie. Das liegt daran, dass die sich im Grunde dann nicht mehr steigern können beim zweiten CPT. Ich kann überhaupt keine Aussage dazu machen, was jetzt die Intervention für sie bringt oder auch nicht bringt. So. Deswegen werden diese Probanden ausgeschlossen. Und mir ist aufgefallen, dass es zwischen den Studien große Unterschiede gab in den Ausschlussraten. Es gab manche Studien, die haben irgendwie 10% ihrer Probanden ausgeschlossen. Also relativ wenig. Und dann gab es aber Studien, die haben über 100%, also die haben doppelt so viele Probanden insgesamt untersucht und die Hälfte von denen mussten sie ausschließen, weil die es alle geschafft haben, 5 Minuten lang ihre Hand in dem Eiswasser zu halten. Und das ist da ein bisschen komisch, dass es da so große Unterschiede gibt. Warum, also sind die einen, warum schaffen das die einen da so viele, ihre Hand so lange in das Eiswasser zu halten und in der anderen Gruppe nur wenige? So. Und einer der Hauptgründe, an denen das liegt, liegt wahrscheinlich daran, wie sehr man die Probanden, ich nenne das mal challenged, wie sehr man sie herausfordert. Wirklich so lange, wie es irgendwie geht, die Hand in das Eiswasser zu halten. Und da macht die Formulierung einen großen Unterschied. Ja, ich kann den Probanden sagen in der Studie, halten Sie bitte Ihre Hand in das Eiswasser so lange, wie Sie können. Wenn es nicht mehr geht, nehmen Sie die Hand raus. Das wäre jetzt relativ wenig, mit relativ wenig Druck, relativ wenig challenging formuliert. Oder ich kann Ihnen sagen, es ist ganz wichtig bei dieser Studie, dass Sie so lange, wie es irgendwie geht, Ihre Hand in das Wasser halten. Unsere Studienergebnisse können Menschen mit chronischen Schmerzen in Zukunft helfen, dass sie damit besser zurechtkommen. Aber es ist wichtig, dass Sie als Proband dazu so lange, wie es irgendwie geht, Ihre Hand im Eiswasser halten. Und dass Sie wirklich da komplett dranbleiben, so lange, wie Sie es irgendwie aushalten können. Das ist eine ganz andere, da setze ich den Probanden ganz anders unter Druck, wenn ich das so formuliere. Und die Befundlage dafür ist ganz klar, dass die Leute, wenn ich die unter Druck setze, dass sie das deutlich länger schaffen, ihre Hand im Eiswasser zu halten, als wenn ich sie nicht so unter Druck setze. Kann man sich ja auch vorstellen. Angenommen, ich wäre jetzt so eine Versuchsperson, ich sitze da und ich halte meine Hand in das Eiswasser, dann, und ich merke jetzt, oh, jetzt tut es schon ganz schön weh, dann warum sollte ich mich jetzt hier unnötig quälen, so, wenn ich da jetzt nicht besonders unter Druck stehe. Wenn mir jetzt davor aber irgendwie ordentlich Druck gemacht wird und der Versuchsleiter steht neben mir, also und schaut mir dabei zu und schaut schon so ein bisschen grimmig, dann werde ich nicht meine Hand ohne weiteres rausziehen, weil ich mich sonst wahrscheinlich irgendwie ein bisschen schlecht fühle oder keine Ahnung, weil ich irgendwie so unter sozialem Druck stehe, den da jetzt mitzuziehen, so, ne? Also das ist glaube ich eine wichtige Komponente, die da mit reinspielt. So. Und was ich jetzt gefunden habe, war, dass eben in Studien, wo die Ausschlussrate hoch war, also wo meines Erachtens die Probanden unter größerem Druck standen, so lange wie möglich ihre Hand in das Eiswasser zu halten, dass in diesen Studien die Effekte für Achtsamkeit höher waren als in Studien, wo die Ausschlussrate niedriger waren. Würdest du dann sagen, dass die Effekte, die da gefunden wurden, eigentlich Versuchsleitereffekte waren, also darauf zurückzuführen sind, wie das durchgeführt wurde und gar nicht auf die Methode selbst, also dass es mit Achtsamkeit gar nichts zu tun hatte? Ja, das ist natürlich jetzt eine heikle Frage, die du stellst, weil das muss man immer berücksichtigen. Man unterschätzt das, wie großen Einfluss darauf hat, was der Versuchsleiter eigentlich will und wie der den Probanden, ohne es selber zu merken, beeinflussen kann. Da gibt es auch spannende Studien dazu in der Psychologie. Eine ganz klassische Studie zu diesen Versuchsleitereffekten ist, da hat man
Lehrern im Vorhinein vom Schuljahr gesagt, welcher ihrer Schüler besonders begabt sei. Dabei war das so, dass die Schüler, dass die jetzt nicht besonders begabt waren. Was sich aber gezeigt hat, war, dass diese Schüler am Ende von dem Schuljahr deutlich bessere Noten hatten als die anderen. Und dass das eben darüber vermittelt wurde, dass die Lehrer eben dachten, diese Schüler wären besonders begabt und denen besonders viel Aufmerksamkeit zum Beispiel gewidmet haben. Deswegen muss man bei so Versuchsleitereffekten aufpassen. Nun, jetzt ist es so, dass manche von diesen Studien, die so Effekte gefunden haben für Achtsamkeit, die das natürlich versucht haben zu kontrollieren. Also die haben, da war es so, dass die Versuchsleiter teilweise nicht wussten, in welcher Bedingung jetzt mein Proband hier ist, ob der jetzt in der Achtsamkeitsbedingung ist oder ob der in der Kontrollbedingung ist, so dass man halt versucht hat, das irgendwie rauszunehmen, diese Versuchsleitereffekte. Und das wäre auch ein sauberes Vorgehen. Das war bei uns übrigens auch so. Die Versuchsleiter bei uns wussten nicht, in welcher Bedingung jemand ist, weil diese Meditation, die wurde über eine Aufnahme abgespielt und das heißt, die wurde nicht durch den Versuchsleiter irgendwie durchgeführt, sondern über eine Aufnahme abgespielt und die Versuchsleiter wussten jetzt nicht, welche Aufnahme eine Meditation ist, welche die Kontrollbedingung ist, welche jetzt die Loving-Kindness-Meditation war. Das war nicht klar. Genau. Aber was ich eben auch glaube, selbst wenn man jetzt sagt, die Versuchsleiter hatten da keinen Effekt darauf, es gab keine Versuchsleitereffekte. Ich glaube, dass die Achtsamkeitsmeditation gut funktioniert in einem Kontext, in dem ich wirklich motiviert bin. Also das wäre ein bisschen meine Hypothese. Das heißt, angenommen, ich will wirklich meine Hand, solange es geht, in dem Wasser in dem Eiswasser halten. Ich bin da wirklich motiviert, das durchzuziehen. Also das wäre jetzt so dieses, wo ich vorhin gesagt habe, wenn man sehr stark gechallenged, wenn man sehr stark herausgefordert ist, das durchzuziehen, dann, ich glaube, dass dann die Achtsamkeit gut funktioniert aus dem Grund, dass mir Achtsamkeit hilft, nicht so sehr von meinen Gefühlen gesteuert zu sein. Das ist ein typischer, also ist ein guter Effekt für Achtsamkeit, der gut untersucht ist. Achtsamkeit hilft mir, dass ich nicht so sehr von meinem inneren Erleben in meinem Handeln beeinflusst bin. Sei es jetzt, keine Ahnung, ich bin wütend und jetzt gehe ich achtsam mit meiner Wut um, dann führt das dazu, dass ich nicht ganz so impulsiv aus der Wut heraus handeln muss. Oder eben, ich erlebe gerade starke Schmerzen, ich habe meine Hand in diesem Eiswasser. Und ich lerne, aber durch die Achtsamkeit merke ich, ich muss jetzt trotzdem nicht danach handeln, obwohl es gerade sehr unangenehm, sehr schmerzhaft ist, muss ich trotzdem nicht danach handeln und meine Hand aus dem Eiswasser ziehen. Aber das setzt voraus, meines Erachtens, dass ich eben besonders motiviert bin, das auch zu machen. Wenn ich keine hohe Motivation habe, dann bringt die Achtsamkeitsintervention nichts. Weil sie führt eben nicht dazu, dass es sich weniger schmerzhaft anfühlt für mich, sondern sie führt nur dazu, dass ich weniger stark beeinflusst werde von dem Schmerz in meinem Verhalten. Aber dazu brauche ich eben die Motivation, dass ich das auch wirklich will, glaube ich. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man, um Effekte zu zeigen für Achtsamkeit, dass man eigentlich noch eine Bedingung braucht, wo man auch die Motivation kontrolliert. Und ich glaube, dass Achtsamkeit eben gut funktioniert, wenn die Probanden auch hoch motiviert sind, dabei zu bleiben. Genau. In der Literaturrecherche habt ihr euch ja vor allem mit Achtsamkeit auseinandergesetzt, also jetzt zum Beispiel diese Meta-Analyse und wie Achtsamkeitsinterventionen beim Umgang mit Schmerz helfen. Ihr hattet ja auch diese Meta-Meditation, also Loving Kindness, liebende Güte, als eine Gruppe drin. Weißt du, ob es dazu auch Befunde gibt und wie die
also wie der Unterschied ist zwischen Achtsamkeit als Intervention und liebende Güte als Intervention in Bezug auf Schmerzen. Mhm. Also es gibt tatsächlich keine Studien für liebende Güte Meditation für akuten Schmerz. Das war auch eben ein Ziel von uns, weil es eben dazu keine Studie gab. Wir haben sozusagen die erste Studie dazu durchgeführt. Genau. Das heißt, wir hatten jetzt keine großen, wir konnten jetzt nicht anhand von anderen Studien abschätzen, was wir da finden würden. Was es gibt, ist, es gibt so Studien zu eben Effekten über generell von liebende Güte Meditation. Und ein Effekt ist, der auch entgegengesetzt oder eben den man so nicht bei typischen Achtsamkeitsmeditationen findet, ist bei liebender Güte habe ich eine Steigerung in positiven Emotionen. Also die Leute sind besser gelaunt nach der liebende Güte Meditation als davor. Diesen Effekt, den findet man bei Achtsamkeitsmeditationen nicht, aber bei liebende Güte findet man den. Und das wäre jetzt vielleicht eine Hypothese, was man untersuchen würde, zu gucken, hat vielleicht diese Steigerung in positiven Emotionen, führt das vielleicht dazu, dass ich mehr Schmerzen aushalten kann, sozusagen. Aber wie gesagt, bei uns, dadurch, dass wir sowohl für die liebende Güte wie auch für die Achtsamkeitsmeditation keinen Effekt gefunden haben, konnten wir das jetzt nicht genauer untersuchen. Was wir aber zeigen konnten, war, dass tatsächlich nur, also die liebende Güte-Meditation die einzige Gruppe war, die nach der Meditation besser gelaunt waren als davor. Das war in den anderen Gruppen so nicht der Fall, aber bei der liebende Güte-Meditation war das so. Was interessant ist und auch überraschend, weil, also gerade aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich Leuten die liebende Güte-Meditation vorstelle, die meisten haben da erstmal nicht so Bock drauf und können sich auch nicht vorstellen, dass sie besser gelaunt sind danach. So. Ja. Ja. Jetzt hast du am Anfang eingehend ja gesagt, dass halt verschiedene Studien sich zum Beispiel anschauen, was bringt Achtsamkeit? Also wie kann ich praktisch diese Methode nutzen für andere Bereiche? Also jetzt nicht nur dafür, dass ich jetzt während der Meditation irgendwie jetzt im Beispiel Bodyscan, was ihr ja als Achtsamkeitsmeditation genutzt habt, dass ich dann meinen Körper spüre, sondern welche Effekte davon sind relevant für andere Lebensbereiche. Und da war dann eben der Blick auf den Schmerz und wie kann ich mit Schmerz umgehen. Eure Studie hat zwar jetzt keine Effekte in dem Sinne gefunden, aber es gibt eben, wie du schon gesagt hast, ganz, ganz viele Studien, die eben zeigen, dass es helfen kann, also dass Achtsamkeit helfen kann im Umgang mit Schmerzen. Ja. Hast du Beispiele, wo das angewandt wird? Also im Umgang mit chronischen Schmerzen, das ist ein großes Thema tatsächlich. Ja, man muss sich ja vorstellen, wo wird das gebraucht? Wenn ich jetzt akute Schmerzen habe, weil ich zum Beispiel meine Hand auf die Herdplatte gefasst habe, klassischerweise, dann interessiert ja in der ersten Regel jetzt nicht irgendwie die Frage, wie gehe ich jetzt mit diesem Schmerz um, sondern was erstmal interessiert ist, was mache ich, damit ich diesen Schmerzen wieder loskriege, ne? Und dann tue ich mir da eine kühlende Salbe drauf oder gehe zum Arzt oder wie auch immer, ne? Das heißt, bei akutem Schmerz ist das in der Regel erstmal gar nicht so relevant. Ich meine, das kann natürlich auch Sinn machen. Sei es irgendwie, was weiß ich, ich bin hier gerade in dem Meeting auf der Arbeit und ich sitze hier schon den ganzen Tag und jetzt kriege ich plötzlich Schmerzen im Rücken. Dann ist es natürlich schon die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Ich kann jetzt nicht einfach weggehen, so, ne? Aber die Hauptrelevanz ist tatsächlich chronischer Schmerz. Das heißt, chronischer Schmerz ist ein Schmerz, der langfristig da ist, ohne dass es eine klar zu behandelnde Ursache gibt. Und ich muss irgendwie lernen, damit umzugehen.
Ja, und man kann sich nicht immer mit Medikamenten vollstopfen, weil die Medikamente entweder Nebenwirkungen haben oder langfristig abhängig machen oder sedierend wirken. Das heißt, ich bin nicht mehr so ganz da. Das sind alles Dinge, die gegen die Verwendung von Medikamenten sprechen bei chronischen Schmerzen. Und es gibt ja zum Beispiel in den USA gerade ganz stark diese Krise mit diesen Opiaten, weil man da zu großzügig Medikamente verschrieben hat bei Schmerzen und chronischen Schmerzen auch. Und Menschen davon abhängig geworden sind, ne? Und da brauchen wir eben alternative Wege, damit umzugehen. Und da kommt eben Achtsamkeit ins Spiel. Ja. Würdest du dann empfehlen, dass man Achtsamkeit als Intervention in der Medizin breiter auch nutzt und gerade in Behandlung von chronischen Schmerzen das einen größeren Stellenwert bekommen sollte, als es momentan hat? Ja, würde ich schon sagen, aber ich würde sogar noch, ich würde noch weitergehen. Und zwar, das Tolle ist bei Achtsamkeit, dass Achtsamkeit transdiagnostisch wirkt. Was ich damit meine, ist, dass die Prozesse, die durch Achtsamkeit verändert werden, dass die vielen verschiedenen Problemen und Störungen zugrunde liegen. Und das bedeutet auch, dass ich Achtsamkeit für verschiedene Probleme verwenden kann. Beispiele dafür wären zum Beispiel psychische Störungen. Also psychische Störungen haben in der Regel viel mit Emotionsregulation zu tun und Achtsamkeit ist eine Emotionsregulationsstrategie. Das heißt, Depressionen oder Ängste oder überhaupt Probleme im Umgang mit Stress spielen da eine Rolle. Da können auch chronische Erkrankungen oder Autoimmunerkrankungen eine Rolle spielen, weil die häufig auch abhängig sind davon, wie gerade so der Stresslevel ist. Weil das Immunsystem, also bei Autoimmunerkrankungen ist es ja so, dass das Immunsystem sozusagen überreagiert reagiert auf Prozesse oder die eigentlich Teil des Körpers sind. Und das Immunsystem hat eben stark auch eben damit zu tun, wie ist gerade mein Stresslevel. Und es ist häufig so, dass Menschen mit Autoimmunerkrankungen, dass die Schübe haben, also Entzündungsschübe haben, nach Stressereignissen zum Beispiel. Genau, also das heißt, häufig da, wo wir über das Thema Stress und Emotionsregulation sprechen, da haben Achtsamkeitsinterventionen eine sinnvolle Anwendung, würde ich sagen. Und das können eben ganz viele verschiedene Bereiche sein. Und Schmerz oder chronischer Schmerz ist eben einer davon, ja. Spannend. Toni, hast du noch eine Frage? Ich wollte Chris fragen, das finde ich richtig spannend. Und wie denkst du, Chris, wird sich das in der Zukunft auch entwickeln? Wie siehst du die Zukunft, die Anwendung von Achtsamkeit in der Psychologie oder Psychotherapie oder Medizin? Was denkst du, sollte gemacht werden? Was denkst du, würde wirklich demnächst passieren? Also, die erste Welle, so dieses Achtsamkeitshypes, das sind wir jetzt so ein bisschen durch. So, also ungefähr so, die meisten Forschung, die meisten Studien zur Achtsamkeit wurden so, ja, vielleicht in den 2000ern gemacht oder vielleicht so 2010 und die Folgejahre noch so. Aber im Moment ist das so ein bisschen vorbei oder es gibt nicht mehr so viele Studien zur Achtsamkeit. Es gibt jetzt auch wieder mehr so, dass man auch kritisch schaut, okay, wo waren wir vielleicht methodisch nicht so sauber und so. Aber was eigentlich tatsächlich anstehen würde und was aber auch gemacht wird, ist, dass man sich genauer anschaut, was sind eigentlich die Mechanismen. Also welche Prozesse werden wirklich verändert durch Achtsamkeit?
Also, wie gesagt, es gibt viele Studien, die zeigen, okay, Achtsamkeit hilft, dass Menschen weniger Schmerz weniger durch Schmerzen belastet sind, dass Menschen weniger durch Stress belastet sind und so weiter und so fort. Aber was sind die Mechanismen? Also, welche Prozesse werden durch Achtsamkeit verändert, sodass zum Schluss diese Wirkung eben herauskommt? Ja, und wir haben darüber gesprochen, dass Achtsamkeit eben emotionsregulierend wirkt. Und das ist eben eine wichtige Funktion. Aber da kann man noch genauer hinschauen. Und dann eben auch zu gucken, okay, welche Achtsamkeitsinterventionen funktionieren besonders gut? Welche funktionieren gut? Ja, auch so, wie wir das jetzt ein Stück weit gemacht haben. Liebende Güte-Meditation versus klassische Achtsamkeitsmeditation. Was funktioniert da gut, ja? Und es gibt noch Untergruppen von Meditationen, die fast gar nicht untersucht sind, ja? Und da wäre es sehr interessant zu gucken, welche Effekte zeigen sich da eigentlich. Das heißt also zusammenfassend nochmal, zum einen die Frage, welche Wirkmechanismen gibt es? Wie kann ich die noch genauer zu untersuchen? Weil wenn ich weiß, welche Wirkmechanismen es gibt, dann kann ich meine Achtsamkeitsintervention auch darauf zuschneiden, dass ich diese Mechanismen bestmöglichst bediene. Ja, das heißt, dass ich genau schaue, okay, das eine ist, was irgendwie seit 2000 Jahren im Buddhismus irgendwie sich etabliert hat. Und das ist schön und gut, aber wie kann ich meine Achtsamkeitsintervention noch so formulieren oder so zuschneiden, dass ich genau den erwünschten Outcome bestmöglich dadurch verändern kann? So. Und dazu muss ich mir eben die Mechanismen anschauen. Aber dann eben auch zu gucken, es gibt noch so viele Formen von Meditationen, die so gut wie gar nicht untersucht sind. Welche Effekte haben die eigentlich? Und die sich nochmal anzuschauen. Das wäre auf jeden Fall auch noch sehr interessant. Weil, wie gesagt, wir können auch schon bei dieser klassischen Achtsamkeitsmeditation und bei dieser liebende Güte-Meditation, da können wir schon feststellen, da gibt es unterschiedliche Mechanismen, die bedienen. Und wenn es jetzt darum geht, dass ich meine Stimmung heben will, dann weiß ich, dann würde ich eher liebende Güte-Meditation empfehlen. Weil es da ganz klar Befunde dafür gibt, dass das eben dazu beiträgt. Und bei der Achtsamkeitsmeditation, da gibt es, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber da gibt es Befunde, die darauf hinweisen, dass Achtsamkeit dazu beiträgt, dass ich eben weniger stark von meinen Gefühlen geleitet bin in meinem Verhalten. Das ist möglicherweise bei der Loving Kindness, also bei der liebenden Güte-Meditation, auch ein Stück weit so. Aber gute Befunde gibt es vor allem für die reine Achtsamkeitsmeditation, dass es so ist. Also man könnte einfach noch verschiedene Formen von Meditation untersuchen und sich eben auch die verschiedenen Mechanismen, die denen zugrunde liegen, angucken. Wenn wir uns dann anhand dieser Ergebnisse anschauen, was denkst du, würde das von dem Psychologen oder Ärzte auch angewendet tatsächlich? Was muss da getan werden und was denkst du, wird dann in demnächst passieren in dem Bereich Anwendung von der Wissenschaft in dem alltägliches Leben? Also ich glaube, da spielen natürlich verschiedene Punkte eine Rolle. Zum einen ist halt die Frage, wie ist die wissenschaftliche Anerkennung so, ne? Weil Kliniken oder auch Psychotherapeuten gucken natürlich auch, okay, wie ist die Evidenz für das Verfahren, das ich habe. Aber da können wir sagen, ich denke, da kann man relativ gut sagen für Achtsamkeit, also da gibt es gute Evidenz dafür. So. Und was wir sehen ist, dass in der modernen Verhaltenstherapie, also Psychotherapie, achtsamkeitsorientierte Verfahren mehr und mehr so mit aufgenommen werden. Es gibt eine Form von Psychotherapie, das ist die Acceptance and Commitment Therapy oder Akzeptanz- und Commitment-Therapie, die im Grunde sehr stark auf Achtsamkeit basiert. Und
was in dieser Therapie auch, das passt auch gut zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass die versuchen, beide Aspekte hochzuhalten in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, dass sie sagen, zum einen, unsere Klienten, die müssen lernen, über Achtsamkeitsskills schwierige Emotionen auszuhalten, will sagen, zu akzeptieren, um dann damit effektiver sich verhalten zu können. Also vielleicht ganz kurz dazu, weil es manchmal so dieses, manchmal wird Akzeptanz missverstanden im Sinne von akzeptieren bedeutet, ich lasse mit mir machen, was die Leute eben mit mir machen und ich wehre mich nicht. Aber bei Akzeptanz geht es darum, dass ich eben so meine innere Erfahrung so akzeptiere, wie sie eben ist, ohne sie zu verändern, aber trotzdem dann eben gucke, wie kann ich jetzt effektiv handeln. Und das ist effektiv handeln, das ist der zweite Teil, das bedeutet werteorientiert handeln. Das heißt, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, mich in meinem Verhalten in diese Richtung zu orientieren. Und da sehen wir wieder, dass beides wichtig ist. Auf der einen Seite, ich brauche eine Motivation, ich brauche eine klare Zielorientierung, ich muss was wollen. Und auf der anderen Seite muss ich das, was schwierig ist, was mir da im Weg steht, ich muss lernen, das zu akzeptieren, um damit gut umgehen zu können, sozusagen. Ne? Und das sieht man eben in dieser Akzeptanz- und Commitment-Therapie gut. So, das heißt, es gibt durchaus Verfahren, die Achtsamkeit schon sehr stark implementiert haben, die das schon stark verwenden, auch in psychosomatischen Kliniken gibt es Gruppen, die mit Meditation oder Achtsamkeits-Yoga arbeiten. Das heißt, das ist ganz schön verbreitet mittlerweile schon. Und es werden nach wie vor viele Studien durchgeführt, eben zum Einsatz von Achtsamkeit. Genau, das heißt, es gibt da tatsächlich, ist da einiges auch schon angekommen und es gibt viele, viele Verfahren oder viele achtsamkeitsorientierte Verfahren, die tatsächlich auch angewandt werden. Genau. Wie gesagt, wo eben noch Luft nach oben geht, wäre die Verfahren noch mehr zu spezifizieren und noch mehr auf konkrete Probleme oder Störungen konkret auszurichten oder zu gucken, wie genau muss ich meine Achtsamkeitsintervention dafür anpassen. Mhm. Genau. Und meditierst du selber? Genau. Regelmäßig? Mhm. Ja. Wie sieht es deine Praxis aus? Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mit einer App meditiere. Ich zahle da auch dafür. Also es gibt auch Apps, wo man nichts dafür zahlen muss, aber ich dachte mir, ich gönne mir das oder für mich lohnt sich das, dass ich da auch was dafür zahle. Und zwar ist das so, da gibt es verschiedene Kurse zum einen, das heißt, man kann so zu verschiedenen Themen Kurse machen, irgendwie zum Beispiel das Thema Stress ist wichtig oder das Thema, wie gehe ich gut mit anderen Menschen um, wenn ich mit schwierigen Menschen zu tun habe. Da gibt es nämlich auch, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber da gibt es auch Befunde, dass Achtsamkeit und vor allem eben Loving-Kindness-Meditation, dass mir das helfen kann, besser im sozialen Kontakt mit anderen Menschen umzugehen. So, genau, aber nochmal zurück zu meiner App, da gibt es eben so Kurse und dann gibt es so allgemein Meditationen zu verschiedenen Themen. Und was mir halt gefällt, ist, dass es so recht vielfältig gestaltet ist. Das heißt, dass einfach verschiedene Aspekte beleuchtet werden. Und was denkst du, ist der Vor- und Nachteil, eine App zu nutzen für Meditieren? Also ich glaube, dass, also im Buddhismus gibt es ja diesen Begriff der Sangha. Also, also Sangha ist quasi mal die Gruppe von Menschen, mit denen ich gemeinsam meditiere. Und das ist natürlich was extrem starkes, wenn ich so eine Gruppe habe, mit der ich mich regelmäßig treffe, mit denen ich im Austausch bin. Das ist was ein großes Potenzial sein kann. Auf der anderen Seite erfordert das natürlich ein gewisses Commitment. Das erfordert, dass ich irgendwie Leute kenne in meinem Umfeld. Das ist nicht für jeden so gegeben.
Und da kann so eine App, finde ich, eine tolle Alternative sein, um so dran zu bleiben. Weil ich glaube, das ist ja das Hauptthema bei Meditation. So, wie kann ich da dranbleiben, dass ich das weiter fortführe? Und da habt ihr bestimmt auch bei Mindful Life, könnt ihr da bestimmt auch einiges dazu sagen, wie ihr damit umgeht oder was ihr empfehlt. Ich habe immer wieder von Menschen gehört, dass es bei denen schwierig ist, bei den einer App dabei zu bleiben. Mhm. Wie schaffst du das? Hast du bestimmten Regeln, die du folgst für dich, um eben dabei zu bleiben? Mhm. Also es gibt natürlich Tricks, die man verwenden kann, um da dran zu bleiben. Und ein Trick ist eben, dass ich sage, ich mache eine Routine draus. Ne, ich mache das jeden Tag und für mich ist das eine Morgenroutine. Das heißt, wenn ich aufstehe, bevor ich so richtig in den Tag starte, mache ich meine Meditation. So. Ein anderer Trick, den ich verwende, ist, dass ich keine krassen Ansprüche habe. Es gibt Leute, die haben das Ziel, jeden Tag eine Stunde oder eine halbe Stunde zu meditieren. Und das ist super. Und wer das schafft, kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, ich schaffe das nicht. Und deswegen bin ich da recht entspannt mit mir selber und sage, du, wenn ich 5 Minuten schaffe, dann bin ich schon zufrieden. So. Ja, ich meine, ich bin froh, wenn ich länger das schaffe, aber 5 Minuten ist schon, dann habe ich mein Ziel schon erreicht. So. Und ich glaube, viele Leute haben sehr hohe Ziele. Und sind dann frustriert, wenn sie es nicht erreichen. Und das führt dann dazu, dass sie aufgeben oder aufhören. So. Und da bin ich der Meinung, man sollte sich lieber niedrige Ziele setzen. Und dafür eben realistische Ziele. So. Ja, richtig. Besonders, wenn man am Anfang wirklich eine Routine aufbauen möchte. Ich habe einfach bemerkt, dass manche Menschen, so wie du, das als Priorität setzen sollen, um eben bessere Commitment zu haben. Mm. Welche App ist das und würdest du das wirklich weiterempfehlen? Also es kommt drauf an. Ich habe jetzt tatsächlich witzigerweise erst neulich mit einem Kumpel auch drüber geredet. Ich verwende die App 10% Happier. Das sind einfach, also ich mache jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung. Was da toll ist, dass die einfach tolle Lehrer haben, also Meditationslehrer, dass es ein vielseitiges Angebot ist. Das ist auch was mir eben hilft, zu sagen, okay, es ist nicht jeden Tag das Gleiche. Ich habe Abwechslung dabei. Das macht's interessanter für mich. Genau. Und das ist irgendwie ein cooles Design und es gibt da eben so 2, 3 Meditationslehrer, die ich einfach cool finde, denen ich gerne zuhöre. Ich glaube, es macht auch viel aus, wenn man so wirklich merkt, okay, so wie der das macht, das finde ich richtig cool, dann nehme ich jedes Mal was mit. Das trägt sicherlich auch dazu bei. Es gibt auch noch andere Meditations-Apps. Wie gesagt, es gibt ja auch welche, die kostenlos sind. Ich habe da jetzt allerdings nicht so den kompletten Überblick, aber zum Beispiel Insight Timer ist kostenlos und die haben auch ein riesiges Angebot. So, also ich habe eine Zeit lang auch mit Insight Timer meditiert. Und ich glaube, also ich würde jedem wirklich empfehlen zu gucken, dass man was findet, wo man selber mit zufrieden ist, wo man selber mit arbeiten kann. So. Ich glaube, da gibt's jetzt keinen richtig oder falsch. Das stimmt. Wir können es auch mal noch mal kurz zusammenfassen. Welche 3 besten Tipps würdest du dann noch jedem Meditierenden weitergeben oder jetzt Anfänger, die für dich auch gut funktionieren? Um dabei zu bleiben, meinst du? Oder allgemein? Allgemein für Meditation. Falls jemand anfangen möchte, genau, um dabei zu bleiben. Oder warum sollte man meditieren? Also welche Motivation soll man haben dabei? Was sind deine Empfehlungen? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass mit diesen kleinen Schritten, das wäre mir wichtig. Ich glaube, dass es gab halt, wie gesagt, es gab sehr stark diesen Achtsamkeitshype so um 2010 herum vielleicht. Ist ja immer noch so ein bisschen so da. Und ich frage mich aber manchmal auch, ob dieser Hype
ob der wirklich so viel Gutes getan hat für Achtsamkeitsmeditation. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass unrealistische Erwartungen gesetzt worden sind, dass man irgendwie Dinge erwartet hat, die letztlich Achtsamkeit gar nicht leisten kann. Und ich glaube, dass diese unrealistischen Erwartungen eben vieles eben auch dazu führen, dass man eben sagt, okay, ich möchte jetzt damit anfangen und ich möchte jetzt irgendwie da große Fortschritte erreichen, aber dann eben auch dazu führt, dass man schnell frustriert ist und aufhört. Deswegen würde ich wirklich ein ganz niedriges Ziel einem empfehlen, der damit anfängt. So, das wäre ein Punkt, den ich sagen würde. Der zweite Punkt wäre, ich würde empfehlen, mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, vielleicht mal eine Doku zum Thema Achtsamkeit oder zum Thema, es gibt tolle Dokus über Zen-Klöster zum Beispiel. Ich weiß, vielleicht nicht für jeden interessant, aber ich finde das mega spannend. Und mir da was anzuschauen oder Bücher zu lesen zum Thema Achtsamkeit, weil all das trägt dazu bei, dass man motiviert bleibt. Das würde ich auf jeden Fall so als zweiten Tipp empfehlen, so diese Auseinandersetzung damit. Und als dritten Tipp würde ich tatsächlich eine Community empfehlen. Und das muss jetzt hier nicht so sein, wie ich suche mir jetzt hier meinen Zen-Kreis, wobei es das ja auch tatsächlich gibt. Es gibt solche Gruppen in der Stadt und das ist auch keine religiöse Sekte, sondern da geht es wirklich in der ersten Linie wirklich einfach um die Meditationspraxis. Und für manche Leute kann das Richtige sein. Oder so eine Community, wie ihr sie habt bei Mindful Life, ist auch eine super Möglichkeit, sich mit anderen Menschen auch auszutauschen, so im Kontakt zu bleiben. Das macht einfach ganz viel aus. Ist meine Erfahrung. Und da gibt's sicherlich verschiedene Möglichkeiten, aber das ist was auf jeden Fall hilft, mit dran zu bleiben. Ja. Super, danke dir. Gibt's wirklich ein, zwei Bücher, die dich wirklich in Richtung Achtsamkeit sehr bewegt haben oder dir sehr geholfen haben, die du jetzt im Kopf wahrscheinlich auch hast? Ja, also es gibt ein Buch, da geht's viel um diese liebende Güte-Meditation. Das ist von Christopher Germer, das ist ein klinischer Psychologe und Forscher von Harvard auch, also ist nicht irgendjemand, der zu dieser liebenden Güte-Meditation geschrieben hat. Und das Buch heißt Der achtsame Weg zum Selbstmitgefühl. So heißt das Buch. Und das ist ein ganz tolles Buch, finde ich, was sehr gut beschreibt, welche Veränderungen der Weg über regelmäßige Meditation anstoßen kann. Ja. Und vielleicht noch ein Autor, so alles von Daniel Siegel finde ich ganz toll. Das ist ein Neurowissenschaftler, der so aus dieser Neuroperspektive zum Thema Achtsamkeit schreibt. Und der schreibt auch ganz tolle Bücher dazu. Ja. Nice, super, danke dir. Also ich habe keine Fragen mehr, Philipp. Vielen Dank. Gibt es von deiner Seite her noch abschließende Worte? Ich glaube, soweit, also was ich genau, vielleicht einen Aspekt, den man noch beleuchten kann. Wir haben am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen, über Achtsamkeit, über Meditation und Yoga. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was man noch mehr untersuchen könnte. So dieses Wechselspiel zwischen Körperübungen und Achtsamkeit. Weil ein ganz wesentlicher Bestandteil von Achtsamkeit ist auch die Erfahrung zu machen, ich bin in meinem Körper zu Hause. Ich spüre meinen Körper, ich bin verbunden mit meinem Körper. Und da gibt's gerade bei Traumata, also wenn Menschen schwere psychische Traumata erlebt haben, gibt es so dieses Phänomen der Dissoziation, das
im Grunde aus so einer Art Selbstschutz heraus, so Empfindungen, Wahrnehmungen, Prozesse abgespalten werden. Und viele Menschen mit Traumata haben keinen guten Zugang zu ihrem Körper. Sie spüren den nicht gut und fühlen sich da nicht zu Hause. Und es ist, ich glaube, es ist ein ganz wesentlicher Aspekt auch von Lebensqualität, einen guten Zugang zu seinem eigenen Körper zu haben. Und ich glaube, dass da zum Beispiel so dieses Zusammenspiel aus Achtsamkeit und Yoga eine ganz tolle Sache ist. Ja. Alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit. Danke. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Ja. Vielen Dank auch. Gerne laden wir dich irgendwann wieder ein. Und vielleicht gibt es bis dahin Neuigkeiten zu der Studie oder zu weiteren Projekten, die du so durchgeführt hast. Dankeschön. Danke, Chris. Wünsche dir auch ganz viel Erfolg weiter. Und ja, vielleicht machst du weiter mit der Forschung und vielleicht treffen wir uns wieder und reden über das, was du weitergemacht hast damit. Ich bin gespannt. Würde mich auch freuen. Würde mich auch auf jeden Fall freuen. Ich danke euch zwei auch. Und bis demnächst, Christian. Jawohl. Tschüssi. Dankeschön. Ciao, danke. Ciao. Danke für deine Zeit. Schreib uns, was dir gefallen hat und welche Themen du noch gerne hören würdest. Vergiss nicht, uns eine Rezension zu schreiben, die Folge mit Freunden zu teilen und den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns darauf. Danke und bis zum nächsten Mal.